Sean muy bienvenidos a nuestra tercera prédica online. Seid herzlich willkommen zu unserer dritten Online-Predigt. Y nos alegramos de poder saludarles allí donde esté, en su casa, en su grupo pequeño, con su familia. Und wir freuen uns, dass wir euch grüßen dürfen, da wo ihr jetzt im Moment seid, sei es zu Hause, mit eurer Familie oder mit der Kleingruppe. La Iglesia de Cristo no está limitada a un edificio. Die Gemeinde Jesu ist nicht gebunden an ein Gebäude, sino que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Sondern Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Y a través de él estamos unidos en oración, orando unos por otros. Und durch ihn können wir verbunden sein und einer für den anderen beten. Qué hermosa promesa la que Dios nos dio. Was ist das für eine wunderbare Verheißung, die Gott uns gegeben hat? Jesús nos dijo que él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Denn Jesus hat uns versprochen, dass er mit uns sein will, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Quiero invitarles que oremos juntos. Ich möchte uns einladen, jetzt gemeinsam zu beten. Padre, gracias te damos en este día por tu presencia, por tu poder. Vater, wir danken dir an diesem Tag für deine Kraft, für deine Gegenwart. Porque eres un Dios todopoderoso. Danke, dass du ein allmächtiger Gott bist. Soberano y tú gobiernas con poder y justicia. Du bist allmächtig, du bist souverän und du regierst mit Macht. Gracias, Padre, porque tu presencia está reinando sobre nuestras vidas. Danke, dass deine Gegenwart regiert über unseren Leben. También sobre nuestra iglesia, Señor. Auch über unsere Gemeinde. Padre, proclamamos tu victoria, Jesús. Und wir proklamieren jetzt deinen Sieg, Jesus. Y te pedimos que tú estés bendiciendo ahora todo el gobierno. Und wir bitten dich, dass du jetzt die Regierung segnest. A las autoridades, Señor. Die Autorität. Que tú les des sabiduría y los guardes en este tiempo difícil. Schenke ihnen deine Weisheit und bewahre sie in dieser schwierigen Zeit, Jesus. Declaramos, Señor, tu presencia sobre nuestras vidas. Wir proklamieren deine Gegenwart über jedem Einzelnen. Que tu protección está sobre nosotros. Danke, dass dein Schutz auf uns ist. Te pedimos ahora que tú bendigas tu palabra. Bitte segne jetzt dein Wort, Jesus. Dame de tu gracia para transmitirla. Gib uns deine Gnade, um es weiterzugeben. Y habla a nuestros corazones. Und sprich zu unseren Herzen. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Wir danken dir von Herzen im Namen Jesu. Amen. Amen. Nos alegramos de poder comenzar con una nueva serie. Wir freuen uns, dass wir mit einer neuen Serie beginnen können heute. Que se llama Ama a tu prójimo. Und diese Serie heißt Liebe deinen Nächsten. Habla del el mayor poder que existe, que es el poder del amor de Dios. Und es spricht von der größten Liebe, die es gibt auf dieser Welt, das ist die Liebe Gottes. Ese amor que nos conforta, que nos impulsa. Es ist diese Liebe, die uns tröstet, die uns vorwärts drängt. Ese amor que nos libra de todo temor. Und es ist diese Liebe, die uns frei macht von aller Angst. Y a través de esta serie queremos aprender a poder amar también en estas situaciones difíciles. Und wir möchten in dieser Serie lernen, wie wir lieben können, auch gerade in schwierigen Zeiten. Damos gracias al Señor que tenemos la bendición de vivir en un país donde la libertad tiene un alto valor. Wir danken Gott, dass wir in einem Land leben können, in dem wirklich Freiheit einen hohen Stellenwert hat. Pero en estas últimas semanas hemos visto cómo esa libertad ha sido restringida. Aber wir haben gesehen, dass gerade in den letzten Tagen und Wochen diese Freiheit eingeschränkt wurde. La libertad de movimiento, tenemos que quedarnos en nuestras casas, libertad de reunión aquí en la iglesia. Wir können uns nicht mehr frei bewegen, wir sollten zu Hause bleiben, wir können uns nicht mehr versammeln hier in der Gemeinde. Libertad de empleo, libertad de consumo. Wir können nicht mehr konsumieren, was wir möchten. Wir können nicht mehr arbeiten, wo wir möchten. Y así somos más conscientes que no existe esa libertad absoluta. Und es wird uns immer mehr bewusst, dass es die absolute Freiheit nicht gibt. Que hay momentos en nuestras vidas donde tenemos que limitar esa libertad. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo wir diese Freiheit bewusst begrenzen müssen. Mi libertad termina allí donde la libertad de mi prójimo es restringida. Meine eigene Freiheit hört dort auf, wo sie den anderen einschränkt. O donde yo daño a mi prójimo. Oder da, wo ich dem anderen Schaden zufüge. Vemos el robo de máscaras. Wir sehen, dass Masken geklaut werden. Otras personas que van a comprar tanto papel higiénico y desinfectantes para revenderlo nuevamente. Und da gibt es andere, die kaufen WC-Papier ein oder Desinfektionsmittel und wollen es nachher wieder teuer verkaufen. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando nuestra libertad es restringida? Aber die Frage ist, wie reagiere ich, wenn meine Freiheit eingeschränkt wird?
Ahora no podemos hacer reuniones con más de 15 personas. Wir können jetzt keine Versammlungen mehr machen mit mehr als 15 Personen. La primera reacción sería no, yo no voy a obedecer. Die erste natürliche Reaktion ist doch einfach, dass wir sagen, nein, da gehorche ich nicht. Yo tengo el derecho de vivir en mi libertad. Ich habe das Recht, in meiner Freiheit zu leben. Y si yo me cuido, también que se cuide mi prójimo. Und wenn ich für mich schaue, dann sollen doch die anderen auch für sich selbst schauen. La segunda reacción es que lo hago de mala gana. Die zweite Reaktion ist, dass ich es mache, einfach weil ich muss. Yo sé que me van a dar una multa. Ich weiß, vielleicht werden sie mir sonst eine Buße geben. Okay, me van a decir que soy antisocial. Oder sie sagen mir, ich bin asozial. Y lo hago al final porque sé que es lo correcto. Und am Schluss mache ich es, einfach weil ich weiß, dass es das Richtige ist. La tercera reacción que vemos, die dritte Reaktion, die wir sehen, no es algo que nace del corazón, das ist nicht etwas, das einfach so kommt. Pero es una decisión que digo, sí, yo quiero. Sondern es ist eine Entscheidung des Herzens, wo ich sage, ja, ich will. Cuando reflexionamos y vemos que es lo correcto, nos decidimos a obedecer. Wenn wir darüber nachdenken und wissen, dass es das Richtige ist, dann entscheiden wir uns zu gehorchen. Aunque muchas veces sea incómodo. Auch wenn es vielleicht unbequem ist. Pero también para proteger a mi prójimo. Aber es geht auch darum, dass ich meinen Nächsten schütze. ¿Estoy dispuesto a limitar mi libertad en favor de otras personas? Bin ich bereit, dass ich meine Freiheit einschränke zum Wohl von anderen? ¿Estoy dispuesto a sacrificar algo de mí para proteger a otra persona? Bin ich bereit, ein Opfer zu bringen, um andere zu schützen? Cuando estamos enamorados, wenn wir verliebt sind, podemos hacer cualquier locura. Dann können wir etwas ganz Verrücktes tun. Ninguna cosa, ningún sacrificio es mucho. Und kein Opfer ist zu groß. Nuestra disponibilidad para hacer un sacrificio no tiene fin. Und unsere Bereitschaft, irgendein Opfer für den anderen zu bringen, hat kein Ende. Porque ese amor es tan grande. Denn die Liebe ist groß. Entonces podemos decir que si tu amor es grande por una persona, mayor será el sacrificio. Darum können wir sagen, je größer deine Liebe ist zu einer Person, desto größer ist auch die Bereitschaft, dass du ein Opfer bringst. Si tu amor es pequeño, tu sacrificio será pequeño. Und wenn deine Liebe klein ist, dann wird auch dein Opfer klein sein. La Biblia nos enseña aquí en Gálatas 5. Die Bibel lehrt uns in Galater 5. A que ese amor tiene que estar dispuestos a renunciar a ciertas libertades. Dass diese Liebe bereit sein muss, gewisse Freiheiten einzuschränken. Dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. Es ist das Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Los Gálatas habían sido justificados y gozaban de esa libertad en Jesús. Die Galater waren gerecht gesprochen und sie hatten diese Freiheit in Jesus. Pero ellos habían abusado de esa libertad. Aber sie haben diese Freiheit missbraucht. Y Pablo dice, dejen ya de vivir de acuerdo a sus ideas, sus intelectos. Und Paulus hat zu ihnen gesagt, hört auf damit, nur nach euren eigenen Ideen und Gutdünken zu leben. A esos pensamientos carnales que los llevan a pecar. Diese fleischlichen Gedanken, die euch dann am Schluss nur in die Sünde führen. Sino vivan y déjense guiar por el Espíritu Santo. Sondern lebt so, dass ihr wirklich geführt seid vom Heiligen Geist. Porque Cristo nos libertó con un solo propósito. Denn Jesus hat uns frei gemacht mit einer Absicht. Para que sirvamos a nuestro prójimo. Damit wir dem Nächsten dienen. Todo lo bueno que quieres que te hagan, hazlo a tu prójimo. Alles, was du möchtest, dass dir andere tun, das mach auch deinem Nächsten. Y esa verdadera, la verdadera libertad nos da esa responsabilidad para servir a nuestro prójimo. Und die wahre Verantwortung, sie führt uns dazu, dass wir dem Nächsten wirklich dienen.
Ama a tu prójimo. Liebe deinen Nächsten. Eso significa renunciar por amor. Das bedeutet, dass wir bereit sind zu verzichten aus Liebe. Y puedo imaginarme que los Gálatas también reaccionaron de la misma forma como nosotros. Und ich kann mir vorstellen, dass die Galater auch so wie unsere Gesellschaft reagiert haben. Yo no me voy a limitar a mi libertad. Ich werde doch nicht meine Freiheit aufgeben. Quizás no eran conscientes de lo que Dios realmente había hecho en sus vidas. Vielleicht waren sie sich auch nicht bewusst, was Gott wirklich getan hatte in ihren Leben. Había egoísmo en ellos. Es hatte noch viel Egoismus in ihren Herzen. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Niemand muss mir sagen, was ich tun soll. Hay personas hoy en día que dicen, no tengo miedo al corona. Es gibt Personen, die sagen heute, ich habe keine Angst vor dem Coronavirus. Y si me muero, me voy al cielo. Und wenn ich sterbe, dann gehe ich sowieso in den Himmel. Por eso no tengo que cambiar mi comportamiento. Darum muss ich mich nicht ändern. ¿Cuánto egoísmo? Da ist viel Egoismus drin. O quizás cuando ponemos mensajes de videos y empezamos a especular en las redes. Oder es gibt auch so viele Videos, die wir sehen und wo spekuliert wird. Y en vez de fortalecer la fe del débil, la estamos confundiendo. Und wir verwirren damit nur die Menschen und wir bauen sie nicht auf. Dios nos llama para que fortalezcas a tu hermano. Gott ruft uns, dass wir wirklich einander befestigen. La reacción sí quiero. Diese Reaktion, ja, ich will. La vemos aquí en Romanos 15, 1 y 2. Die sehen wir in Römer 15, 1 und 2. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Und es heißt, diejenigen, die stark sind, wir müssen die Schwachheiten der anderen ertragen. En vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo. Und wir, als die im Glauben Starken, sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Aquellos que son fuertes en la fe tienen un deber, una tarea, y es apoyar a los débiles. Diejenigen, die stark sind im Glauben, sie haben eine Aufgabe und das ist, die anderen, die schwach sind, zu unterstützen. Que puedas levantar el brazo de tu hermano. Hebe den Arm deines Bruders hoch. Que puedas consolarlo y animarlo. Tröste ihn, animiere ihn. Y esta es una señal de madurez espiritual. Und das ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Ya no hago lo que yo quiero, sino realmente lo que puedo hacer para fortalecer a mi hermano. Ich mache nicht mehr das, was ich möchte, sondern das, was ich kann, um meinen Bruder zu unterstützen. Y esta es una actitud de siervo. Das ist die Haltung eines Dieners. Vemos este ejemplo en la vida de Moisés. Und wir sehen dieses Beispiel ganz stark im Leben von Moses. Dice que él prefirió más bien recibir el maltrato con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Es heißt, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Él se entregó totalmente por el pueblo de Israel. Er hat sich ganz hingegeben für das Volk Israel. A él le costó todo. Aber das hat ihn alles gekostet. Para que el pueblo de Israel sea libre. Damit das Volk Israel frei werden konnte. Y una y otra vez, cuando el pueblo de Israel se levantaba, él se ponía entre medio de Dios y del pueblo. Und wenn immer das Volk Gottes rebelliert hat gegen Gott, dann ist er immer aufgestanden und hat sich zwischen Gott und sie gestellt. Más aún, él no pudo entrar a la tierra prometida porque pecó por causa del pueblo. Und sogar er konnte am Schluss selber nicht ins verheißene Land hineinkommen, weil er gesündigt hat aus Schuld des Volkes Gottes. Pero él les dejó un legado al pueblo de Israel, que aprendamos a ser siervos. Aber er hat dem Volk und uns allen ein Vermächtnis hinterlassen, und das ist, dass wir gerufen sind, Diener zu sein. También nosotros somos llamados a servir a nuestro prójimo. Auch wir sind gerufen, unserem Nächsten zu dienen. Quizás llamando a algún hermano o una persona por teléfono y dándoles palabras de aliento. Vielleicht müssen wir einfach jemandem anrufen und sie ermutigen. Escuchando sus cargas, sus problemas. Und zuhören, was sie beschäftigt, was ihre Lasten sind. Y orando juntos. Und mit ihnen beten. Quizás ir haciendo las compras por una persona que está en cuarentena o que está enferma. Vielleicht gehen wir einkaufen für eine Person, die krank ist oder die in Quarantäne ist. Quizás tomando distancia de aquellas personas que son de un grupo de riesgo.
Oder vielleicht nehmen wir einfach Distanz zu einer Person, wenn sie zu einer Risikogruppe gehört. Valorando también el sacrificio de tantos médicos y enfermeras que día y noche están dando lo mejor para salvar vidas. Und wir wollen wirklich auch wertschätzen all die Aufopferung von den Ärzten und von Krankenschwestern und von so vielen Menschen, die Tag und Nacht dafür arbeiten, dass wir sicher sein können. De tantos autoridades y policías que están guardando el orden. So viele Behörden und die Polizei, die für die Ordnung sorgt. Empresarios y empleados que trabajan para el abastecimiento de alimentos y medicamentos. Das sind Geschäfte, das sind Arbeiter, die dafür schauen, dass wir genug zu essen haben, dass wir Medikamente haben. Pablo nos dice aquí en Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. In Philipper 2, ab Vers 5 heißt es, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er ist unser Vorbild. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra para servirnos. Jesus Christus, obwohl er der Sohn Gottes war, er kam auf diese Erde, um uns zu dienen. Para librarnos de todo egocentrismo. Und er hat uns frei gemacht, um uns frei zu machen, wirklich von allem Egozentrismus. De toda autojustificación. Von jeder Selbstgerechtigkeit. Para que seamos libres de este virus que se llama pecado. Damit wir frei werden können von diesem Virus, das Sünde heißt. Y llevarnos a una vida en plenitud. Und damit wir in ein Leben kommen können, das in der Freiheit ist. Jesús abrió un camino. Jesus hat einen Weg gemacht. Para que tú y yo tengamos vida eterna. Damit du und ich, dass wir ewiges Leben haben. Para que podamos vivir en esa libertad verdadera. Damit wir in der wahren Freiheit leben können. Que es guiada por el Espíritu Santo. Die geführt ist vom Heiligen Geist. En la plenitud del Espíritu Santo. In dieser Fülle des Heiligen Geistes. Jesús te está llamando en este día. Jesus ruft dich heute. A que puedas aceptar esa salvación. Dass du diese Rettung für dich auch annehmen kannst. Que puedas vivir en esa libertad. Damit du leben kannst in dieser Freiheit. Y Él no está hablando a nosotros que podamos dejar patrones que están impidiendo que esa libertad genuina reine en nuestras vidas. Und er möchte, dass wirklich seine Freiheit in uns regieren kann. Hoy es el día de salvación. Heute ist der Tag der Rettung. Quiero invitarte. Ich möchte dich jetzt einladen. Si no tienes a Jesús en tu vida. Wenn du Jesus noch nicht kennst. Que puedas orar junto conmigo esta oración. Dass du jetzt mit mir dieses Gebet beten kannst. Padre, gracias te doy. Vater, ich danke dir. Por escuchar tu palabra. Dass ich dein Wort hören durfte. Por venir a la tierra a traer vida y salvación. Danke Jesus, dass du gekommen bist auf diese Erde, um Leben zu bringen und Rettung. Reconozco que te necesito. Und ich erkenne, dass ich dich brauche. Te pido que tú entres en mi vida. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst in mein Leben. Y sé tú el Señor de mi corazón. Sei du der Herr meines Herzens. Gracias te doy porque ahora soy tu hijo. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Padre Santo, y ahora también te pedimos. Und Heiliger Vater, wir bitten dich jetzt auch. También por todas las personas que están pasando por tiempos difíciles. Für all die Menschen, die in schwierigen Lagen sind. Todos aquellos que están enfermos, oh Dios. All diejenigen, die krank sind. Padre, ahora declaramos tu sanidad en el nombre und de Jesús. Und wir proklamieren jetzt deine Heilung über ihnen im Namen Jesu. Todos aquellos que están en angustia, en temor. All diejenigen, die in Angst sind. Declaramos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Da proklamieren wir einfach deinen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Que tu presencia sea ahora inundando cada corazón, oh Dios. Dass deine Gegenwart wirklich jedes Herz erfüllt. Que tu presencia sea ahora transformando cada vida, oh Dios. Möge deine Gegenwart jedes Leben jetzt verändern. Gracias, Padre, porque tú traes esa libertad genuina a nuestros corazones. Danke, dass du diese Freiheit bringst, die wahre Freiheit. Y te pedimos, Padre, que tú seas glorificando en tu iglesia en este tiempo. Und wir bitten dich, Herr, dass du dich verherrlichst in deiner Gemeinde in dieser Zeit. Fortaleciendo nuestra fe, oh Dios. Mach uns einen Glauben.
glauben stark in dir, Jesus. Gracias, Padre, por tu presencia. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart. Poderosa y limitada. Danke, dass du der allmächtige Gott bist. Que nos levanta y nos consuela. Danke, dass du uns erhebst, Herr, und dass du uns tröstest. Y porque en ti tenemos la victoria. Danke, dass wir in dir den Sieg haben. Y somos más que victoriosos. Und wir sind mehr als Überwinder. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesu. Amén. 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 Gracias por haber respondido esta oración. Danke, dass du dieses Gebet mitgebetet hast. Nuestra oración es que esta palabra pueda ser de gran bendición para tu vida. Es ist unser Wunsch, dass dieses Wort wirklich ein Segen sein kann für dein Leben. Que el Señor te bendiga ricamente. Gott segne dich reich. Oramos que esta prédica haya sido de gran bendición. Wir beten, dass diese Predigt ein großer Segen für dein Leben war. En esta misma página más abajo encontrarás la tarjeta de contacto. Auf unserer Homepage siehst du unten ein Kontaktformular. Si necesitas oración, puedes escribir tus peticiones. Wenn du Gebet wünschst, dann kannst du hier deine Anliegen schreiben. O si has decidido entregar tu vida a Jesús. Oder wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, puedes rellenarla y enviárnoslas. Dann kannst du das einfach ausfüllen, das Formular, und es uns senden. También queremos recomendarte que participes de un grupo pequeño. Wir möchten dir auch ganz herzlich empfehlen, dass du dich einer Kleingruppe anschließt. Cuán importante ser parte del cuerpo de Cristo. Wie wichtig ist es doch, dass wir einfach zum Leib Jesu gehören. Y si no estás todavía en ningún grupo pequeño, puedes enviarnos un mensaje y te ayudaremos a encontrar uno. Und wenn du bisher noch in keiner Kleingruppe bist, dann kannst du uns eine Nachricht senden und wir helfen dir, eine Kleingruppe zu finden. Que el Señor te bendiga ricamente. Gott segne dich von Herzen.